Hi, es wurde ein Video gewünscht zu den neuen Karten, die dann bald kommen werden, startend am Donnerstag. Und ja, das sollt ihr haben. Schauen wir uns mal die neuen Karten an. Ja, gibt es nicht so viel auf meine Meinungen, weil das kommt üblicherweise anders, als man dann denkt. Aber schauen wir mal, was wir da so haben. So, der Jungle Moonkin ist wieder ein Beast, genauso wie der Mounted Raptor. Also es wird wieder neue Beasts für den Druiden geben. Der Jungle Moonkin ist 4 Mana 4-4. Okay. Aber 2 Spell Damage ist nicht wenig, aber dafür kriegen es beide Spieler. Das ist ein bisschen hart, dass der Gegner auch kriegt. Allerdings, wer weiß, vielleicht kann man etwas Interessantes machen, vielleicht mit Moonfire. Dass er dann gleich 3 Schaden macht für 0 Mana. Aber generell glaube ich, ist der Jungle Moonkin nicht so toll. Dann Mounted Raptor. Der ist allerdings schon toll. 3 Mana, 3-2. Ist jetzt eigentlich für seine Mana-Kosten schwach. Aber sein Death Rattle ist stark. Summon a random 1-Cost-Minion. Das heißt, ein Mana-Minion hat im Normalfall etwa 2-1-Stats oder 1-2-Stats. Oder was Äquivalentes, wie zum Beispiel Divine Shield und 1-1. Somit ist er dann 5-3 bzw. 4-4 für 3 Mana und ist sehr, sehr effizient. Weil das ist natürlich wieder ein Beast, was für einen Druiden dann nur ein paar Synergien gibt. Ich glaube, der Mounted Raptor ist sehr toll und bin mir ziemlich sicher, dass wir den auch hin und wieder sehen werden. Raven Idol ist interessant. Damals das erste Mal dieses neue Keyword, Discover. Für ein Mana kann man es auf jeden Fall mal reingeben, weil es ist einfach gut. Discover a Minion or Discover a Spell. Man kann sich selbst aussuchen, ob man ein Minion oder ein Spell bekommen möchte. Und man kriegt dort dann einen von drei, also man kriegt dort drei Minions bzw. drei Spells vorgeschlagen, von denen man halt dann einen davon auf die Hand kriegt. Das Discover ist recht interessant. Es ist zwar sehr random, allerdings in einem gewissen Rahmen. Und weiters ist es so, dass man sieht, je nachdem, wann man es spielt, ob man es jetzt in Zug 1 spielt oder in Zug 8, man kann sich halt dann das aussuchen, was gerade am besten passt für die Situation. Das macht das Cover, glaube ich, nicht so schlecht. Das heißt, am Anfang habe ich vielleicht eine schlechte Starthand und suche mir einen Zweier-Drop-Minion raus. Später im Spiel suche ich mir vielleicht einen Spell, der möglicherweise einen Flächenschaden hat, falls es da mal schlecht ausschaut. Und ja, so ist das Cover eigentlich recht flexibel. Also ich glaube, auch das Raven Idol werden wir recht häufig sehen werden. So, gehen wir zu den Huntern. Der Explorer's Hat. Give a Minion plus one and Death Rattle add an Explorer's Hat to your hand. Ja. Gut. Ist, glaube ich, im Constructed nicht wirklich sinnvoll. In der Arena kann der durchaus recht interessant werden, weil man dadurch einfach seine Minions deutlich effizienter macht. Das Desert Camel ist 3 Mana 2-4, hat also in Ordnung Stats, ist ein Beast und Battlecry, jeder Spieler kriegt ein One-Cost-Minion ins Spiel. Das ist allerdings aus seinem eigenen Deck. Ich glaube, man wird es nicht wirklich häufig sehen. Die Sache ist natürlich, man kann selbst gezielt bestimmte One-Cost-Minions im Deck haben. Also, wenn man jetzt genau die Leper-Gnomes drinnen hat und sonst nichts sieht, dann wird man heute halt auch einen Leper-Gnome kriegen. Kann gut sein, dass im gegnerischen Deck kein One-Cost-Minion drin ist. Ich glaube, dann kommt da nichts. Aber es kann auch hart sein. Also, ich schätze mal, so ein 2-3er-Zombie-Chow will man eigentlich nicht sehen. Und genauso wenig gegen einen Warlock, einen Flame Imp, der nachher sogar ohne Lebenskosten ins Spiel kommt. Also ich glaube, das Desert Camel werden wir nicht oft sehen.
die Dart Trap. Also 5 Schaden ist schon sehr viel, vor allem kannst du da einen gegnerischen Helden treffen, was halt schon irgendwie ziemlich fatal wäre. Allerdings ist es recht random und ich glaube, die Dart Trap werden wir nicht oft sehen. Wenn es dann doch nur einen schwachen Minion trifft, ist es sehr schlecht. Naja, wobei nicht sehr schlecht, aber nicht gut heute. So. Beim Mage gibt es einen Animated Armor. 4 Mana, 4-4, also die Stats sind in Ordnung. Und der Hero kann maximal 1 Damage auf einmal bekommen. Ist solide, sagen wir mal so. Der Animated Armor wird wahrscheinlich schnell mal getötet werden, weil er halt einfach eine starke Fähigkeit hat. Man kann es etwas so sehen wie Taunt. Allerdings kann man natürlich auch verstecken hinter anderen Sachen. Ja, bin mal gespannt, was da passiert. Der Animated Armor könnte durchaus interessant sein. Wenn man ihm natürlich Stealth gibt, mit einem Spare Part zum Beispiel, dann kriegt man einfach deutlich weniger Schaden. Aber ich glaube, man wird nicht recht oft sehen. In der Arena wahrscheinlich schon. Der Ethereal Conjurer. 5 Mana, 6-3. Die Stats sind jetzt eigentlich nicht so toll. Mit 3 Hitpoints hält er aber zumindest Answer Drops aus. Manche 2er Drops. Hero-Fähigkeiten hält er aus. Aber was wichtig ist, Discover a Spell. Das heißt, im Grunde genommen ist er 5 Mana 6-3, zieh eine Karte, beziehungsweise zieh einen Spell, den du halt nur noch aussuchen kannst aus dem Pool. Kann sein, dass er sehr schlecht ist, kann sein, dass er allerdings genau passt. Auch wenn man vielleicht nicht einmal im Deck hätte sonst. Für 5 Mana ein zusätzlicher Card Draw, ähnlich wie der Azure Drake. Hat halt kein Spell Damage, hat einen Hitpoint weniger, dafür mehr Damage. Ich glaube, der Ephoreal Conjurer ist sehr interessant eigentlich. Kann man gut vorstellen, dass man den auch öfter sieht. In der Arena ziemlich sicher sogar. So, die Forgotten Torch ist ziemlich stark. Also stark ist sie schon. Also 3 Mana macht 3 Schaden und man kriegt eine Roaring Torch ins Deck. Und diese Roaring Torch habe ich da auch rausgesucht. Das ist diese Karte, die dann ins Deck kommt. 3 Mana, 6 Schaden. Die Forgotten Torch ist noch nicht so mana-effizient, aber eigentlich gut genug. Es ist auch 3 Schaden, damit kann man gut was machen. Und die Roaring Torch ist dafür dann ein besserer Feuerball. Also wenn man nuken will, dann kann man mit der Forgotten Torch den Gegner schon recht gut nuken, weil man einfach zusätzlich Feuerbälle kriegt. So, schauen wir weiter zu den Paladin-Karten. Anything can happen. Summon 7 Murlocs that died this game. Ja, ich vermute, dass die leider nicht gut ist. Mein 10 Mana ist viel. Der Effekt ist stark, weil man halt Murlocs hat, die im Deck sind, und also die gestorben sind. Und man sollte da ein leeres Board haben, damit es komplett ausnutzen kann. Ja, ich glaube, es ist nicht wirklich gut, aber lustig. Keeper auf Uldaman. 4 Mana, 3-4, also die Stats sind nicht so toll. Battlecry set a minion's attack and health to 3. Lost dem Gegner einen nicht so schlechten Minion, falls man es auf den Gegner-Minion gibt. Ist quasi wie a Silence bzw. eine Verkleinerung von einem fetten Minion. Achso, nein, ist kein Silence. Nur Attack und Health auf 3. Aber man kann zum Beispiel, ja, was weiß ich, ein Ragnaros von 8-8 auf 3-3 reduzieren. Man kann es also flexibel einsetzen. Man kann es auf die gegnerischen Minions geben, um sie zu reduzieren. Oder man kann es auf eigene Minions geben, um sie stärker zu machen. Silverhand Recruit wird zu einem 3-3er. Mir gefällt er irgendwie nicht so gut. Für 4 Mana
dass man das fast ein bisschen zu viel, dafür, dass es selbst nicht so gut ist, und man entweder einen 1-1-Ascher heraus haben muss, damit er wirklich was bringt, oder einen gegnerischen Fettminion haben muss. Also mir gefällt er nicht so gut, kann aber schon sein, dass er gespielt wird. So, Sacred Trial. Ein Mana, when your opponent has at least 3 minions and plays another one, destroy it. Gut. Gefällt mir nicht wirklich gut. Hat zu viele Haken quasi. Der Gegner braucht mindestens 3 Minions, damit er halt dann den Minion, den er halt dann noch spült, erst zerstört. Das kann natürlich aber schwacher sein. Wobei, es kostet dann nur ein Mana, aber ich finde es nicht sonderlich toll. So. Excavated Evil. 5 Mana, 3 Schaden auf alle Minions, auch auf die eigenen. Und die Karte kommt dann ins gegnerische Deck. Ist ein weiterer Flächen-Removal vom Priest. Der hat dann schon wirklich viel. Er hat dieses Light Bomb, glaube ich, heißt es, ja. Wo jeder Minion sich selbst Schaden macht, so viel wie er Schaden macht. Man hat Circle of Healing mit Archnai Soul Priest, 4 Schaden auf alles, ist sehr mächtig natürlich. Man hat die Holy Nova und man hat dann auch noch dieses Excavated Evil. Kann durchaus sein, dass man dann vielleicht irgendwelche Decks kommen, wo man halt extrem viel Flächenkill hat und einfach nur fette Minions später bringt. Könnte durchaus passieren. Wenn man das Deck nicht drauf auslegt, finde ich es nicht so toll, das Excavated Evil. Entomb, choose an enemy minion, shuffle it into your deck. Ist okay. Ich meine, Assassinate sieht man auch nicht wirklich oft. Das kostet ein Mana mehr. Effektiv kills an Minion einfach. Und man kriegt ihn sogar wieder ins eigene Deck, falls es was besonders Tolles ist. Ist interessant. Ich glaube, in der Arena wird man es viel sehen. Im Constructed glaube ich nicht. Museum Curator. 2 Mana, 1-2, discover a Death Rattle Card. Die Death Rattle Karten sind nicht schlecht. Er selbst hat ja nicht tolle Stats. Er überlebt allerdings an Ping oder an Weapon Attack vom Rogue oder vom Druiden. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man den sieht, weil es ist 2 Mana, ziehe eine Karte quasi. Zwar eine spezifische Karte, es muss eine Death Rattle Karten sein, das heißt, man kriegt einmal keinen Spell. Aber Death Rattle Minions sind eigentlich recht gut. Ich kann mir gut vorstellen, dass man den öfter sieht. Schauen wir zum Schurken. Der Schurke. 4 Mana, 5-4 Death Rattle, man kriegt eine Coin. Ja. Finde ich nicht wirklich toll. Ich glaube, man wird den nicht wirklich sehen. In der Arena vielleicht. Wahrscheinlich recht mittelmäßig die Karte. Ja. Unearthed Raptor ist interessant. Selbst hat er 3-4 für 3, was super Stats sind. Battlecry, choose a friendly minion, gain a copy of this minion. Das ist interessant, weil es gibt eben sehr starke Death Rattle Effekte und es kann sein, dass der Unearthed Raptor sehr stark wird. Ja, also ich glaube, Unearthed Raptor wird man durchaus öfter sehen, ist sehr stark. Pit Snake, 1 Mana, 2-1. Ist ein Biest, was beim Schurken ein bisschen wurscht ist, aber man kann es vielleicht bei manchen anderen Karten, also man wird ihn vielleicht da so mal hin und wieder wo sehen, wo Beasts
random gespawnt werden oder auf die Hand geben werden, wie zum Beispiel im Webspinner. Ein Mana 2-1, destroy any Minion damaged by this Minion. Ist auf jeden Fall ein starker 2-1er Minion. Er ist halt leider leicht gekillt von 3 Hero-Fähigkeiten, beziehungsweise 4, wenn man Paladin dazu zählt. Ist aber sonst stark. Also für einen 1-Mana Minion einfach gut. Everything is awesome. So, 7 Mana, give your minions +2/+2. Permanent. Und costs 1 less for each Murloc you control. Ja, ist eigentlich für ein Murloc Deck und ist aber auch stark in einem Murloc Deck. Ich probiere immer wieder mal gern Murloc Decks aus und wer weiß, mit der Erweiterung vielleicht auch wieder. Es gibt nicht nach unten ein paar mehr Murlocs. Generell ist es stark. Also wenn man das für 3 Mana spielen kann, wenn man 4 Murlocs hat, dann sind die Murlocs ziemlich mächtig. Und man kriegt gleich mal einige Murlocs zusammen. Also Everything is awesome. Ist, glaube ich, ganz cool für Murlocs. Aber wer weiß, ob das Deck dann stark genug ist, einfach weil es Murlocs sind. So, Rumbling Elemental. 4 Mana, 2/6. Battlecry Minions, wenn man die spürt, dann macht er 2 Random Damage, 2 Damage auf Random Enemies. 2 Schaden ist nicht wenig, er selbst hat 6 aus, was relativ viel ist. Im Battlecry gibt es einige gute Minions, er selbst hat halt nicht recht viel Attack, aber wer weiß, vielleicht baut sie wer Battlecry Deck, da ist er schon sehr stark. Aber ich sehe dabei nicht wirklich ein Constructed Deck damit. In der Arena könnte da auch sehr interessant werden. Also ich glaube, also Battlecry Minions kriegt man eigentlich schnell mal einige zusammen in der Arena. Und da ist das Rumbling Elemental dann schon recht stark. Der Tunnel Drog ist wieder mal ein 1-3er Minion für 1. Zusätzlich kriegt er für Overload Mana Crystals nur +1 Attack. Der ist stark. Bin schon gespannt. Ich glaube schon, dass man den sehen wird. Mit einem Tempo-Schamanen vielleicht. Schauen wir mal, was da kommt. Reliquary Seeker. If you have 6 other minions, gain +4/+4. Ist ein 1-1er für 1. Ist eigentlich ziemlich schlecht. Mir gefällt er nicht wirklich gut. Man muss erstmal 6 andere Minions haben. Man darf nicht 7 haben, weil dann kann man nicht spielen. Man muss 6 haben. Und dann ist halt 5-5 für 1. Was sehr stark ist, 5-5 für 1. Aber 6 andere Minions haben ist schon schwierig. Ich meine, mit Implosion schafft man es leichter, mal sein Board zu füllen. Allerdings ist Implosion halt auch ein bisschen random, wie viele Minions man spawnt. Und wie gesagt, man darf keine 7 haben, weil dann kann man nicht spielen. Mir gefällt ja nicht der Reliquary Seeker und ich glaube, man wird ihn nicht wirklich sehen. Dark Peddler. 2 Mana, 2/2 und man kriegt eine One-Cost-Card. Mit Discover. Ist nicht schlecht. Die Frage ist, ob man nicht für 2 Mana was Besseres hat. Man kriegt halt nur eine One-Cost-Card. Und die sind halt nicht so toll. Also von diesen Discover-Karten finde ich nur ein bisschen schwächer wie die anderen. Aber ja. Also ein Death Rattle Minion ist, finde ich, besser wie ein One-Cost-Card. Curse of Rafam. Man gibt die eine Cursed-Karte dem Gegner, solange die heilt, kriegt er 2 Schaden on their turn. Dies ist die Cursed-Card. Am Start des Zuges kriegt man 2 Karten. Ja. Man muss einfach 2 Mana ausgeben, um ihn zu spielen. Ist nicht so schlecht. Also man zahlt 2, macht 2 Schaden und der Gegner muss auch 2 aufwenden. Also man hat eigentlich nicht wirklich was verloren, wenn man spielt. Man hat auch eine Karte.
Kann sein, dass man ein bisschen mehr Schaden macht als wie zwei. Und ja, der Gegner verliert halt quasi. Also wenn man den zweiten Zug spielt, verliert er entweder den zweiten Zug oder kriegt schon relativ viel Schaden davon. Irgendwann muss er die zwei Mana zahlen. Aber ich glaube nicht, dass man es wirklich sehen wird. Es hält den Gegner halt einfach ein bisschen auf. So. Warrior. Cursed Blade. Ein Mana, 2-3. So super Waffe, wenn es nicht allen Schaden auf dem Hero verdoppeln würde. Das ist auch so Schaden verdoppeln auf dem Hero. Wenn so ein Minion hätte, der super toll wäre, wäre es vielleicht interessanter. Aber es ist halt eine Waffe. Das heißt, man muss erst einmal, damit man den Effekt wieder loskriegt, muss man entweder eine neue Karte, also eine neue Waffe spielen, oder man muss dreimal damit Angriff haben. Wenn man Minions damit angreift, dann kriegt man verdammt viel Schaden. Allein schon, wenn man 3-1-1er Minions abräumt, kriegt man 6 Schaden dadurch. Also, auf einer Waffe finde ich diesen Effekt ein bisschen sehr hart. Die finde ich nicht gut. Der Obsidian Destroyer. At the end of your turn, summon a 1-1 Scarab with Taunt. Ist ein deutlich besserer Wargolem. Einfach weil der Wargolem keinen Effekt hat. In der Arena, denke ich, ist der sehr gut. Ansonsten finde ich nicht sonderlich toll. In der Arena ist er auf jeden Fall wirklich gut. Er ist ein Common-Karten, das wertet ein Warrior in der Arena auf jeden Fall auf. Der Fierce Monkey ist auch eine Common-Karte, ist 3-4 Taunt für 3, ist eine gute Karte. Ist übrigens auch wieder ein Beast, das heißt, man sieht ihn vielleicht da wieder mit manchen Beast-Karten. Also Upgrade für die Arena beim Warrior. So, Arch Thief. Rafam. 9 Mana, 7, 8 und Discover a Powerful Artifact. Das dürften die Artefakte sein, das heißt, man wird die drei vorgeschlagen kriegen. Man kann sich eine davon aussuchen. Kosten alle 10 Mana. 10 Mana verbraucht den ganzen Zug, sind aber auch stark. Also das ganze Board mit 3 Mummies zu füllen, es ist schon viel und ist stark. Minion plus 10 plus 10 geben, finde ich jetzt nicht so toll. Aber wenn man davon ausgeht, dass man nächste Runde angreifen kann und damit ausreichend Schaden machen kann, um ihn zu killen, ist es natürlich auch interessant. Das Timepiece of Horror, 10 Schaden, random split among all enemies. Okay, also ich glaube, der Mirror of Doom ist da am besten. Aber generell finde ich den Arch Thief Rafam nicht so toll. Ich glaube nicht, dass man ihn wirklich sehen wird. So. Bei der BlizzCon vorgestellte Elise Starseeker. 4 Mana, 3, 5, die Stats sind okay. Und man shuffelt the map to the Golden Monkey ins Deck. Map to the Golden Monkey ist diese Karte. Ist 2 Mana. Man zieht eine Karte nochmal, aber vorher wird nur der Golden Monkey ins Deck geschuffelt. Und der Golden Monkey, 4 Mana, 6-6 Taunt, was eigentlich von den Stats her super ist, weil man nicht dann irgendwie erst ewig lang durchs im Deck suchen müsste. Und Battle Cry, replace your hand and deck with legendary minions. Das heißt, man hat nur noch legendary minions. Und ich glaube, das ist random, was da drin ist. Wahrscheinlich jede Karte wird durch ein random legendary ersetzt. Glaube ich mal, ich weiß es nicht. Ja. Ist eher ein Fun-Karten, denke ich, als was anderes. So. Weitere Legendaries, die es da geben wird, ist der Reno Jackson. 6 Mana, 4-6. If your deck contains no more than one of any card, fully heal your hero. Kann man vorstellen, dass man durchaus Decks erstellen kann, wo jede Karte nur einmal drin ist. Und dann ist es natürlich schon sehr mächtig. Also wenn man 4-6 für 6 Mana kriegt und man da vielleicht noch 20 Leben heilt, weil man gerade auf 10 ist oder sowas, ist der echt cool. Ja, also der Reno Jackson ist interessant, kann durchaus sein, dass es damit Decks geben wird. In der Arena kann es übrigens auch durchaus vorkommen, dass man jede Karte nur einmal hat.
oder eben manche Karten eben schon mal gespielt hat vorher. Also, ja. Wie gesagt, es geht nur ums Deck. Das heißt, jede Karte, die man schon mal gespielt hat, ist natürlich auch nicht mehr öfter als wie einmal im Deck. Und ja. Man kann sich natürlich ausrechnen, was man dann noch hat. Interessant ist natürlich, wenn der Gegner einen Ambush spürt und auf einmal hat man drei von diesen komischen Karten drinnen, dann wird der Reno Jackson da nichts mehr heilen. Gut. Brand Bronzebeard. 3 Mana, 2/4. Your Battle Cries trigger twice. Wir haben oben auch schon Battle Cry-Karten beim Schamanen gehabt. Oder war es beim Schamanen? Ja, ich glaube, war beim Schamanen. 3 Mana, 2/4 ist voll in Ordnung. 3/4 ist natürlich besser. Aber es gibt gute Battle Cries. Könnte man durchaus vorstellen, dass es damit vielleicht ein Deck geben wird. Schauen wir mal. In der Arena könnte es okay sein. Sir Finlay Murgleton. 1 Mana, 1/3. Ist sehr gute Stats. Ist ein Murloc. Und Battle Cry, discover a new basic hero power. Okay. Gut, man kriegt halt einfach andere Hero Power. Eine von 3. Von insgesamt 9. Gut. In einem Murloc-Deck, denke ich, ist auf jeden Fall stark. Erlösche wegen den Stats. So. Genie of Zephyris. Whenever you cast a spell on another friendly minion, cast a copy of it on this one. Selbst ist er 4/6 für 5. Sind solide Stats für die Arena vor allem. Allerdings braucht man halt fast Buffs, damit sein Effekt da sinnvoll ist. Ich glaube nicht wirklich, dass man den sehen wird. Genauso wenig wie die Naga Sea Witch. Ich glaube auch nicht, dass man die wirklich sehen wird. Die Karten kosten einfach 5 Mana. Natürlich, teure Karten kosten 5 Mana. Billige Karten kosten für A 5 Mana. Sie selbst ist 5 Mana für 5/5. Was hätte man anders erwartet? Ja, ich glaube, es ist nicht wirklich toll. Das heißt natürlich, dass man mit 10 Mana halt immer mindestens zwei Spells oder 2 Karten spielen kann, aber ja. Na, gefällt mir nicht. Das Summoning Stone. Whenever you cast a spell, summon a random minion of the same cost. Da hatten wir mal ein Tavern Brawl dazu. Der war auf jeden Fall so lustig. Ich finde den Summoning Stone auch sehr cool, aber er ist halt 0/6 für 5, was ein bisschen hart für ist. Ich glaube, man wird ihn nicht wirklich sehen. Eigentlich gar nicht. Einfach, weil er als Minion einfach zu schwach ist und zu teuer ist. Die Eerie Statue, 4 Mana 7/7. Ist natürlich mächtig. 4 Mana 7/7, aber sie kann halt nur angreifen, wenn es der einzige Minion am Battlefield ist. Und das ist gar nicht immer so leicht hinzukriegen. Also ich glaube, die Eerie Statue wird man nicht wirklich sehen. Ancient Shade. Wobei vielleicht interessant, mit einem Priest-Deck, wo man recht viel Flächenschaden drinnen hat, spielt man sowas wie die Eerie Statue und einen Haufen Late-Game-Karten und die Eerie Statue ist vorher schon ein bisschen gefährlich, wenn man ständig Mass-Clears hat. Aber gut. Ich glaube, man wird es nicht wirklich sehen, die Eerie Statue. Ancient Shade, 4 Mana, 7/4 und man kriegt eine Karte Ancient Curse ins Deck, die 7 Schaden macht, wenn sie gezogen wird. Ja. Finde ich nicht wirklich toll. Dafür heute zu wenig aus. Wird man, glaube ich, nicht wirklich sehen. So, den Fossilized Devil Saw. Battle Cry: If you control a beast, gain taunt. Gut, dann wäre 8/8 taunt für 8 Mana. In der Arena wird man wahrscheinlich ihn wieder sehen, einfach weil da Fetti ist oder Kamen ist. Aber ansonsten natürlich nicht. Die Wobbling Runs könnten interessant sein. 6 Mana,
2-6 ist zwar schlecht, allerdings sammeln 3-2-2-Runs. Ist ein starker Death Rattle Effekt. 3-2-2er zu kriegen, ist nicht so schlecht. Aber ich glaube, mehr als wie über die in der Arena wird man nicht sehen. In der Arena kann es gut sein, dass man sieht. Nubisat Sentinel 5-Mana 4-4 und Death Rattle give a random friendly minion +3/+3. Machten quasi zu 7-7 für 5, was schon recht stark ist. Allerdings kann man natürlich auch so killen, dass er keinen Effekt hat. Er selbst ist für 4 für 5, was nicht wirklich stark ist. Finde ich nicht wirklich gut. Aber vielleicht täusche ich mich. Gorillabot A3. 3-4er Mech für 4 Mana. If you control another Mech, discover a Mech. Ist nicht so schlecht. Gerade in Mech-Decks wird man recht leicht mal ein Mech draußen liegen haben, wenn man spürt. Und man kriegt einfach einen zusätzlichen Mech. Das heißt, wie 3-4 Draw Card. Eine, die du wahrscheinlich brauchen kannst. Aber 4 Mana ist nicht wenig. Gibt es wahrscheinlich bessere Karten. Kann gut sein, dass man von dem nicht wirklich was sieht. Doom Spider. 4 Mana, 3-3, Battlecry, Discover a Beast. Ja. Ähnlich wie beim Gorillabot. Ich glaube, er ist zu schwach für 4 Mana. Jeweled Scarab ist wieder ein Beast. Allerdings 2 Mana 1-1 ist natürlich nicht sonderlich toll, aber man schaut gleich, dass man seine Mana-Kurve für Runde 3 damit besorgt, weil man kriegt eine 3-Kost-Karte. Die ist, glaube ich, schon interessanter, wobei es für 2 Mana halt schon sehr gute Minions gibt. Ich glaube, man wird den Hexen in der Arena sehen und sonst nirgends. Die Huge Toad. 2 Mana, 3-2, also die typischen guten 2 Mana Stats und Death Rattle einen Schaden auf ein Random Enemy. Ja, wieso nicht? Ist eine solide Karte. In der Arena wird man sicher häufig sehen. Sonst vielleicht, weil er Beast ist. Aber gut. Und der Murloc Tiny Finn. 0 Mana, 1-1 Murloc. Die dritte 0 Mana. Den dritten 0 Mana Minion Neutral. Ja. Bin mir nicht mal sicher, ob es interessant ist in einem Murloc Deck. Aber wahrscheinlich. Vielleicht. Vielleicht sogar schon. Okay. Ja. Achso. Sorry. Ich hab da nicht runtergescrollt. Also, Jewel Scarab, 2 Mana, 1-1, Discover a 3-Cost Mana, 3-Cost Card, ja. Die Huge Toad, 2 Mana, 3-2, gute Starts, Death Rattle, ein Random Shot auf einen Gegner und der Murloc Tiny Finn, 0 Mana, 1-1 am Murloc. Gut, das waren die neuen Karten. Ich bin schon gespannt auf die Adventures, die sind sicher auch wieder sehr lustig. Ich werde natürlich Videos dazu machen und ich freue mich auch schon auf die neuen Karten. Es sind zwar jetzt nicht so viele Karten, wo man sagt, mit denen möchte ich was bauen, aber es gibt wieder ein paar und ich finde es cool. Gut, dann ciao und bis zum nächsten Mal.